Diese Bilder stammen aus dem Jahr 1913. Gedreht wurden sie von Hans Schomburg in Togoland, wie die kleinste der vier afrikanischen Kolonien des Deutschen Reiches in ihren Anfängen genannt wurde. Wie werden die Togolesen diese Filme heute aufnehmen? Wollen sie überhaupt mit der Kolonialzeit konfrontiert werden, auf die Gefahr hin, alte Schmerzen wieder aufleben zu lassen? Schomburg zieht es weiter Richtung Norden. Finanziell unterstützt von der deutschen kolonialen Lobby, richtet er sein Augenmerk auf die wirtschaftlichen Ressourcen Togos, dass er nicht umsonst als die Musterkolonie gepriesen wird. Est-ce que on est sorti de la colonisation? Mais on parle comme si on était sorti en fait. Mais les images restent dans nos têtes et on n'oublie pas. Même après 20 ans, l'enfant se rappellera toujours de cette image avec les chaînes.